Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einer weiteren Kanalvorstellung. Ja, heute der Kanal Age of Darkness. Nur kurz zu mir, und zwar war jetzt längere Zeit ja mein Internet weg durch die Telekom, die hat da ein bisschen Mist gebaut. Und endlich bin ich wieder da. Ich hoffe, es bleibt jetzt. In der Zeit, wo es jetzt mal geht, werde ich natürlich so viele Videos machen wie möglich. Und ja, die sind mal wieder mal was da gewesen, dann war es wieder weg, dann war es wieder da, oh, zum Kotzen. Aber ich freue mich, dass es jetzt gerade mal funktioniert, und dann werde ich natürlich wieder weiterarbeiten. Ich versuche so viel wie möglich zu schaffen, liebe Freunde, und natürlich arbeite ich noch an meinem Hauptkanal. Revano LP würde mich natürlich auch sehr freuen, wenn er mal vorbeiguckt, mich da ein bisschen unterstützt. Da muss ich jetzt auch wieder in meinen gewohnten Rhythmus reinkommen, dass die Videos laufen. Naja, ich gebe mein Bestes, ich gucke, dass ich euch hier helfe, dass ich da was mache. Und ja, da würde ich sagen, Age of Darkness, yeah, dann legen wir doch mal los. Ich freue mich, endlich geht's wieder weiter. Ja, gucken wir mal hier, das Kanalbanner sieht da richtig cool aus. Von Evil Within sehe ich hier die ganzen Monster hier. Ich glaube, Resident Evil Zombie Hund könnte das sein. Sehr, sehr schön, ist auf jeden Fall geil. Age of Darkness, Let's Play, hier oben nochmal ein Bild. Er mit Feuer. Cool, cool, ja, sauber. Und Livestreams macht er wohl auch, sehe ich schon hier, Livestreams, cool. Darauf gehen wir gleich genauer ein. Dann würde ich sagen, gehen wir mal auf die Kanalinfo und dann schauen wir mal, was uns hier erwartet. Da haben wir 23 Abonnenten, 2262 Aufrufe, Beitritt am 1.12.2018. Beschreibung. Hier gibt es Let's Plays. Ich mache das als Hobby, also seid bitte auch nicht böse, wenn man ein paar Tage keine neuen Videos kommen. Ich versuch's, aber immer so schnell wie möglich und wie ich kann für euch neue Folgen online zu bringen. Hier werdet ihr überwiegend Horror-Games finden, aber auch Shooter und ähnliches werdet ihr hier sehen können. Mit Kommentaren und Daumen hoch fördert ihr natürlich, wie bei jedem auf YouTube, die Motivation. Ein Abo ist dann noch das goldene Stück, was ihr oben drauf setzen könnt. Ja, finde ich auch. Hört sich echt gut an. Jeden Samstag ist auf Twitch TV ein Livestream von mir. Ich würde mich freuen, wenn ihr mich auch dort einmal besucht und mir eventuell ein Follow da lasst. Wenn euch meine Streams auch gefallen, ab 19 Uhr könnt ihr dabei sein. Damit ihr euch den Link zu meiner Twitch besser merken könnt, habe ich für euch die Adresse hier eingeblendet. Diese kann man sich viel besser merken als den vollen Twitch-Link. Ja, das stimmt wohl. Ich danke für deinen Besuch auf meiner YouTube-Seite. Details, und hier unten ist natürlich auch nochmal Livestream drauf. Facebook, Twitter, ARK-Fanserver, Google+, Steam, Homepage, Steam-Fangruppe, Range of Kings Fanserver. Nicht schlecht. Finde ich cool. Also ich möchte jetzt auch bald mal livestreamen. Geht ja jetzt endlich bei YouTube, und das werde ich mal in Angriff nehmen, sobald mein Internet besser ist, weil sonst habt ihr da, glaube ich, nur Murks, wenn das Internet schwach ist und man versucht da zu streamen. Das bringt dann anscheinend nichts. Ja, sehr cool, finde ich cool. Auf jeden Fall, hört sich auch gut an. Und wenn euch die Videos hier gefallen, ihr habt ja schon geschrieben hier, sehr viel mit Horror und Grusel. Ich sag mal, das kommt immer richtig gut an. Ich mag auch, ich bin ein großer Horrorfan. Schaut auf jeden Fall rein. Und dann schauen wir mal, Playlisten, was haben wir denn hier so anzubieten? Na, ist auch schon voll bepackt hier. Let's Test, Resident Evil, HD Remake, The Evil Within, oh, schönes Spiel. Let's Fishing, Livestreams, The Park, ARK Survival Wolf, oh, sehr, sehr schönes Spiel. ARK Survival Wolf, so geht's. The Witcher 3, Outlast, Tipps und Tricks, Let's Sing, Best of News, Resident Evil 2, Left 4 Dead 2, Reign of Kings, Wolfenstein, The Old Blood, Blut. ja, ich habe wieder einen kleinen Zungensprecher hier drin, Wahnsinn. Was haben wir, The Forest, oh, sehr schönes Spiel, The Hunter Primal und Stranded Deep. Ah, das ist, glaube ich, hier, da bist du auf einer Insel und dann sind auch Haie und so, auch sehr, sehr interessant. Ja, dann gucken wir mal. Dann würde ich sagen, wir schauen einfach mal bei Resident Evil rein, oder? Das ist jetzt auch so vor einer Woche gewesen, hier vor 6 Tagen, vor 5 Tagen. Und dann geht es zwei Monaten, aber da kommt auf jeden Fall auch ordentlich was raus jetzt wieder. Gehe ich mal ganz stark von aus. Und dann würde ich sagen, gucken wir doch mal bei Resident Evil rein. Ich würde sagen, wir gucken mal den zweiten Part, weil im ersten kommt wahrscheinlich der Vorspann und so wollen wir was von ihnen haben. Dann mache ich mal kurz Stopp. Na, ich schaue mal, wie meine Internetleistung es packt. Mache ich mal 1080 rein. Hast du auf jeden Fall gute Qualität, das machen wir aus. Dann lasse ich mein Internet mal kurz ein bisschen laden, ja. Ist halt nicht das Schnellste. Ich bin aber froh, dass ich überhaupt irgendwas zum Laufen kriege hier. Aber es sieht schon echt geil aus, die Grafik. Da können wir mal ganz kurz hier reinschauen in die Videobeschreibung. Ihr habt da was zu dem Spiel. Resident Evil HD Remake Age of Darkness. Hier die Playlist.
hol dir das Game. Cool sogar noch das, wo man das Game bekommt. Finde ich sehr cool. Jeden Samstag noch Twitch, Fanpage, Facebook, Twitter, alles verlinkt hier. Unterstütze mein letztes mit einem Abo oder einem netten Kommentar. Jeder YouTuber freut sich drüber, wenn Leute seine Werke auch mögen und das zeigen. Das stimmt allerdings. Ich freue mich auch immer. Kann ich nur zurückgeben und sagen, ja, das stimmt. Jeder Like oder Daumen nach oben oder Kommentar mit positiven ist auf jeden Fall was Gutes. Kritik ist auch nicht immer schlecht, wenn man sagt, ach, guck mal zum Beispiel ein Mikro oder so, kann man sagen. Aber natürlich freut sich jeder, so wie ich, über gute Sachen. Gut, ich denke mal, das reicht. Und dann können wir auf jeden Fall mal reinschnuppern. Und dann würde ich sagen, let's get ready to Resident Evil mit Age of Darkness und go. So, hallo zu einer neuen Folge bei Resident Evil Zero, das HD Remake. Wir sind hier immer noch der Billy und wir sind noch auf dem Weg, unsere liebe Partnerin, die Rebecca, zu befreien. Und das Ganze werden wir jetzt auch einmal machen. So, ich glaube, von da sind wir gekommen. Das war, ja. Das war also der falsche Weg. Wir müssen hier einmal zurück. Und wieder die schönen Ladebildschirme. So, Rebecca, ich komme. Noch keine Zombies wieder da, das ist schon mal erfreulich. So. Vielleicht sind hier wieder Zombies? Vielleicht sind da Zombies, vielleicht aber auch nicht. Wenn ihr das genauer wissen wollt, schaut auf jeden Fall rein. Let's Play Resident Evil Zero HD Remake 02, die Magnetkarte. Sehr, sehr spannend, sehr, sehr cool. Gute Qualität, kann man gar nichts sagen. Gefällt mir. Schaut euch das auf jeden Fall mal an. Ja, habt einen kleinen Einblick bekommen. Ihr seht schon hier die Thumbnails, richtig toll. Und hier ist auf jeden Fall was los hier. Gibt es auf jeden Fall ordentlich Videos. Man sieht schon hier schön verschiedene Bilder von ARK. Also richtig toll. Gefällt mir. Sieht gut aus. Karaoke-Party. Habt da auf jeden Fall alles dabei hier. Schön. Ja, das sind doch ordentlich Videos. Also, da habt ihr auf ordentlich was zu gucken. Nice, nice, nice. Gut, dann gehen wir nochmal auf die Übersichtsseite. Schaue ich euch dann mal ganz schnell hier an. Da haben wir noch so einen Kanal-Trailer. Wie ihr sehen könnt, hier 1 Minute 41. Sehr schön. Dann haben wir alle Videos direkt. Was kam als nächstes oder neuestes, als letztes, wie man sagen möchte. Und dann haben wir eigene Playlisten. Da könnt ihr direkt zugreifen auf die Playlisten, die er hier so zur Verfügung stellt, und die beliebtesten Videos. Hier sieht man schon ARK 631 Aufrufe vor 6 Monaten. Sehr, sehr geil. The Forest und ARK Tutorial kochen. Sehr cool. Ja, die Tutorials und so, die kommen immer gut an, habe ich gehört. Und ARK sowieso ein sehr, sehr schönes Spiel. Kann ich nur empfehlen. Ja, sieht auch sehr gut aus. Gehen wir mal kurz auf Diskussion. Was haben wir hier noch? Gar nichts. Okay, Leute, schreibt mal hier was rein. Kanalinfo waren wir schon. Kanäle haben wir noch hier. Gong, Saraza, German Fighter VT, ja, die beiden kennt ja wohl jeder, glaube ich, 3 Millionen, 1 Million. Nice, 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 vielleicht kommen wir da auch irgendwann mal hin, wer weiß. Ja, ich würde sagen, ist auf jeden Fall ein geiler Kanal, liebe Leute, schaut euch da ruhig mal rein. Wenn euch das Horror-Genre anspricht, seid ihr hier auf jeden Fall richtig. Unterstützt den Jungen mit Likes, Abos, Kommentaren und auf jeden Fall, mach weiter so, mach schöne Thumbnails, ist auf jeden Fall top. Und ja, wir werden mit Sicherheit im Laufe der Zeit immer mal wieder was voneinander hören. Auf jeden Fall. Und wir, liebe Freunde, sehen uns dann morgen wieder bei der nächsten Kanalvorstellung. Ich freue mich auf euch, euer Rivano, der Kanalvorsteller. Bis dann. Ciao.